Guten Morgen, meine lieben leidensfähigen Zuschauer. Die Woche war ja wieder mal vollgepackt mit kontroversen Themen und schmerzhaften Selbsterfahrungen. Zumindest dann, wenn man meinen Videos auch gedanklich gefolgt ist. Von daher gibt es mal wieder heute zum Wochenausgang leichte Kost in Form von einfach zu verarbeitenden Informationen. Dazu starte ich einen wahrscheinlich so 10-tägigen Selbstversuch einer lustigen Darmsanierung. Warum die wirklich lustig wird, im wahrsten Sinne des Wortes, dazu komme ich dann im zweiten Teil des Videos. Also Inhaltsstoffe. Jeder weiß, dass alle Inhaltsstoffe von Lebensmitteln deklariert werden müssen. Alle? Nein, nicht alle. Denn Verarbeitungshilfen sind Stoffe, die nicht deklarierungspflichtig sind. Zum einen müssen zum Beispiel Produkte, die vegan sind, nicht unbedingt vegan sein, wenn Verarbeitungshilfe eben nicht vegan sind. Und zum anderen können natürlich auch diese Verarbeitungshilfen in das verzehrfähige Produkt übertreten. Natürlich wird kontrolliert seitens des Verbraucherschutzes. Aber wer meine Videos zur Analyse der Berichte zur Lebensmittelsicherheit gesehen hat, der wird wissen, dass man auf diese Kontrollen eigentlich so gut wie gar nichts geben kann. Ich verlinke euch oben ein paar Videos davon. Guckt einfach in meine Playlist rein. Ich möchte, bevor ich zur Nennung dieser Stoffe komme, die im Produkt enthalten sein können, aber nicht deklariert werden müssen, zwei populäre Beispiele nennen, um das ganze Thema etwas plastischer zu gestalten. Zum einen geschälte Kartoffeln. Jeder kennt diese Packung, wo eingeschweißte geschälte Kartoffeln, teilweise sogar vorgekocht für die ungeübte Hausfrau oder den ungeübten Hausmann, vorliegen und man nur noch diese erwärmen muss. Diese Kartoffeln werden allerdings nicht wirklich geschält. Weder von Hand noch maschinell. Sie werden einfach weggeätzt. Und zwar in einer konzentrierten Natronlauge mit einem von der Industrie genannten Wetting Agent namens Natrium-2-Ethylhexylsulfat. Alternativ auch ein Natriummonodimethylnaphthalinsulfonat. Nach dem Wegätzen wird versucht, die äußeren Überreste der aggressiven Mittel mit Zitronensäure zu neutralisieren. Hier kommen wir dann wieder zu den Kontrollen. Und entsprechend möchte ich da auch keinen Cent darauf verwetten, dass dieser Wetting Agent nicht auch zumindest molekular, sage ich mal, in die Kartoffel übertritt. Wer jetzt denkt, ich schäle meine Kartoffeln selber, dem sei nur gesagt, das gilt ebenso auch für geschälte Tomaten, die auch in vielen veganen Rezepten der großen veganen Kanäle immer wieder aufgrund ihres intensiven Geschmacks empfohlen werden. Eine Dose geschälte Tomaten, wer kennt das nicht als Rezeptzutat? Und natürlich auch für alles andere, was geschält wird, sprich Pfirsiche, Birnen, generell Dosenobst, was sicher dann wieder weniger den Weg auf einen gesundheitsbewussten Essenstisch finden wird. Aber geschälte Kartoffeln und geschälte Tomaten, also da bin ich mir schon relativ sicher, dass der ein oder andere das konsumieren wird. Das zweite populäre Beispiel sind Schaumverhüter. Wenn ihr Tiefkühlerbsen kauft, dann wisst ihr ja sicher mittlerweile, dass ihr da keine Rohkost vor euch habt, weil die Erbsen fast immer blanchiert sind. Aber was die wenigsten wissen, dass dabei sogenannte Schaumverhüter eingesetzt werden. ist so schlimm. Um eben sich den bildenden Schaum beim Blanchieren zu verhindern, weil man da größere Kessel bräuchte oder den Schaum irgendwie absaugen müsste. Schaumverhüter können zum Beispiel Polydimethylsiloxan oder Polyglycerinester sein. Generell sind folgende Verarbeitungshilfen erlaubt, die nicht deklarierungspflichtig sind. Und jetzt komme ich zu all denen, die quasi existieren. Ich nenne euch jetzt nicht die chemischen Stoffe, sondern die funktionale Bezeichnung, weil man dann auch ein gutes Gefühl dafür bekommt, in welchen Produktionsschritten man überall Zusatzstoffe verwendet, die quasi dann letztlich dann auch nicht auf dem Etikett landen. Die habe ich jetzt nicht auswendig gelernt, von daher verzeiht mir, dass nun ein Schneidegewitter auf euch zukommen wird. Also, was ist erlaubt in eurer Nahrung? Säure- und pH-Regulatoren, Hydrolyse- und Inversionsmittel, Teigkonditionier- und Mehlbehandlungsmittel, Entfärbungsmittel, Klärmittel, Filterhilfsmittel, Treibgas- und Backtriebmittel,
Extraktionslösungsmittel, Trägerstoffe und Lösungsmittel, Verkapselungsmittel, Tablettierungshilfsmittel, Formtrennmittel, Trocknungsmittel, Schälmittel, Schaumverhütungsmittel, Kühl- und Gefriermittel, Begasungsmittel, Enzyme, Kulturen von Mikroorganismen, Nährstoffe für Mikroorganismen, Katalysatoren, Ionenaustauscher, Lebensmittel, Schmierstoffe und Frischhaltemittel für Obst und Gemüse. Also ich kann nur noch einmal appellieren, eigener Garten oder kauft bewusst ein. Und wenn es geht, vom Bauern oder Onlinehändler des Vertrauens und geht nicht in den nächsten Discounter. Weil umso billiger, umso sicherer ist es auch, dass einige dieser Mittel auch in euren Lebensmitteln enthalten sind. Zweites Thema. Ich starte jetzt wieder einen Selbstversuch. Und zwar habe ich von der Firma NatureWise, also die Weisheit der Natur, auf Nachfrage ein Paket bekommen. Das bedeutet, ich bin jetzt schon in die Liga der YouTuber aufgestiegen, die auch mal Firmen anschreiben und entsprechend kostenlos Produkte testen können. Ich hab's geschafft. Mich beschäftigt ja das Thema Darmsanierung schon längere Zeit, so ungefähr seit ich mit dem Fasten angefangen habe. Und die haben jetzt so ein Package geschnürt, wo man seinen Darm saniert und dabei die ganze Zeit lacht. Klingt kurios und ist auch nicht ganz so explizit formuliert, aber letztlich trifft es den Kern der Sache. Und zwar nehme ich einerseits, also ein Produkt ist eine Mischung aus Sennisblättern, Faulbaum, Süßholz, Ingwerwurzel, Fenchelsamen, Mariendistel, Ampferextrakt und noch Verdauungsenzym, genannt Total Colland Care, was den Darm entgiften soll, die Schleimhäute im Magen, ja, auch im Darm, also im Magen-Darm-Trakt generell beruhigt und auch Präbiotika enthält. Und zum anderen nehme ich zeitgleich den Samen aus der afrikanischen Schwarzbohne mit dem griffigen Namen Griffonia simplicifolia, was letztlich als Wirkstoff nichts anderes als die Aminosäure Tryptophan gepaart mit dem Vitamin B6 ist, was zur Verarbeitung notwendig ist. Tryptophan, ich weise dann nochmal auf mein Video, warum Kohlenhydrate glücklich machen, ist eine Aminosäure, die sich nur sehr schwer gegen die anderen Aminosäuren durchsetzen kann, wenn es darum geht, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Aber Tryptophan ist essentiell für die Bildung von Serotonin, also verantwortlich für unser Glücksgefühl. Das bedeutet zeitgleich Darmsanierung mit allen Entgiftungserscheinungen und trotzdem soll man sich glücklich fühlen. Nun ja, ich werde dies 10 Tage lang machen, werde diese 10 Tageskur machen und werde euch dann davon berichten. Die Links zu den beiden Produkten habe ich euch unten in die Infobox gepackt, wer da nochmal nachlesen will. Aber ich spreche da jetzt noch keine Empfehlung dafür aus. Ich möchte es bloß explizit formulieren. Und ja, man kann sich auch an fünf Fingern abzählen, dass man sich auch mit diesem Produkt wieder eine goldene Nase verdienen wird. Das klingt ja toll, ne? Darmsanierung und lustig sein. Aber ja, ich meine, wenn es so wirkt wie beschrieben, dann kann zumindest jeder für sich selber entscheiden, ob ihm das Geld wert ist. Also ich werde letztlich dann auch in der Analyse eher die Wirkung beschreiben und das Preis-Leistungs-Verhältnis muss jeder für sich selber entscheiden. Des Weiteren habe ich gesehen, dass meine Videos nur zu 50% von Abonnenten geschaut werden. 50% der Menschen, die täglich meine Videos schauen, müssen sie abonniert haben. Das kann natürlich nicht sein. Also von daher, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt das nach und ja, um auch keines meiner rar gesäten und sehr selten geposteten Videos zu verpassen. Ihr könnt das in der Kanalübersicht tun oder ihr könnt hier oben auf den Button klicken. So, als letztes noch die Information, dass ich am Samstag ab 15 Uhr in Leipzig auf dem veganen Weihnachtsmarkt zu finden bin. Das ist in der Südvorstadt, nennt sich an der Feinkost das Gelände. Aufgrund meiner Größe und meiner lauten Stimme bin ich sicher nicht zu übersehen für den Interessierten, der mich gerne persönlich mal kennenlernen möchte. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Start ins Wochenende und hoffe für euch war die ein oder andere wertvolle Information in diesem Video dabei. Ich freue mich auf morgen, bis dann, Euer Christian. Tschüssi.